Nummer 5. Ein Video aus Malaysia gibt vor, einen Geist eines Jungen zu zeigen, der während einer Fahrt aus dem Blickfeld verschwindet. Im Juni 2022, Afrina Rosni aus Malaysia filmte ihren 5-jährigen Sohn auf einem Karussell in einem örtlichen Vergnügungspark. In dem Clip filmt Rosni ihren Sohn bei der Fahrt, aber etwas Unheimliches scheint zu passieren. Bei der ersten Umdrehung kann man ihren Sohn mit einem anderen Jungen fahren sehen. Jedoch bei der zweiten Umdrehung sieht man ihren Sohn alleine fahren. Das Video ist auf TikTok inzwischen viral geworden und die Zuschauer haben geteilte Meinungen. Manche meinen, der zweite Junge hat sich einfach auf den Boden gelegt, um so aus der Sicht der Kamera zu bleiben. Andere sagen, das Video wurde bearbeitet. Es gibt noch eine weitere Meinung, dass das Video einen Jungen zeigt, der vor ein paar Jahren in diesem Vergnügungspark gestorben ist. Was denkt ihr, was auf diesem Video zu sehen ist? Nummer 4. Im Juni 2022 veröffentlichte auf TikTok ein junges Paar deren Babycam-Aufnahme. Die Eltern des Kindes rasteten aus, als sie auf der Aufnahme eine Hand gesehen haben. Obwohl als erstes scheint es so, als würde man solche Aufnahme leicht inszenieren können, gibt es jedoch eine weitere Aufnahme von einem anderen Winkel. Die Babykrippe ist nur 10 cm von dem Boden entfernt und es gibt da definitiv keinen Platz, um sich unten drunter zu verstecken. Man kann sehen, dass sich die Matratze der Krippe leicht anhebt. Moment später wacht der Vater des Babys wegen den Geräuschen auf. Hier sieht man zwei körperlose Hände. In einer anderen Nacht gibt es weitere unheimliche Aufnahmen. Man sieht einen Schatten, der sich über die Wand bewegt. Dann sieht man wieder die Hände. Diesmal scheint es so, als wären es drei gewesen. Als der Vater wieder aufwacht, verschwindet das, was auch immer unter der Matratze gewesen ist. Die Eltern haben die Entscheidung getroffen, die Babykrippe wegzuschmeißen und fragten die Zuschauer, ob sie vielleicht einen guten Exorzisten kennen. Nummer 3. Auf dieser gruseligen Security-Cam-Aufnahme hat man einen Geist von einem jungen Mädchen erfasst. Die transparente Gestalt überquert die Straße und es scheint so, als würde sie in das Haus hineingehen. Denkt ihr, dass es möglich ist, dass dieser Geist den Bewohnern des Hauses was mitteilen möchte? Wohl möglich eine Warnung. Nummer 2. Manchmal sieht man nicht, was direkt vor einem steht. Publiziert durch Indra Satura Official im März 2020, dieser paranormale Ermittler erkundet ein verlassenes Gebäude. Während der Erkundung geht sein Licht kurz aus. Als es wieder anging, stand vor ihm ein überraschender Gast. Nummer 1. In Mitte April 2022, ein Sicherheitsdorf fing an, sich merkwürdig zu verhalten. Es ist zu erwähnen, dass die Mitarbeiter dieser Anlage jeden Abend das Tor schließen und verriegeln. Auf der Aufnahme ist kein Wind zu bemerken und selbst wenn, dieses Tor schwingt auf eine merkwürdige Art und Weise, die ein Windzug nicht verursachen würde.